Danke fürs Einschalten. Dies ist eine neue Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nicolas Vogt von der WBV-Gruppe. Und heute bin ich vor Ort beim Vorstand des Vereins Zukunft für Finanzberatung bei Christian Schwalb. Erstmal herzlich willkommen, Christian, hier im Podcast. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen. Darf ich dir ja auch sagen, herzlich willkommen hier bei uns in Kronach. Vielen Dank. Und bevor wir einsteigen, unser heutiges Thema, ich habe euch aufgerufen, unseren Podcast zu bewerten und habe auch gesagt, ich lese die Bewertung auch gerne vor. Und Bernd DFC ist dem nachgekommen. Herzlichen Dank dafür erstmal, Bernd. Und was hat der Bernd geschrieben? Er hat geschrieben, ich höre den Podcast seit circa einem Jahr und wiederhole manche Folgen schon zum zweiten oder dritten Mal. Also Hammer Mehrwert. Immer wieder schön zu hören, wie andere Kollegen was wie machen. Danke für die Zeit und die Mühen. Ja, dank dir, Bernd, für die Bewertung und für die Zeit, die Bewertung auch zu schreiben. Und ich hoffe, du hörst wieder zu. Und wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema, was du dann zwei-, dreimal anhören kannst. Denn Christian, wer dich nicht kennt, ich verweise mal an der Stelle kurz auf die Folge 34 hier im Podcast, die du mit Thorsten Jasper aufgenommen hast. Da hast du auch ein bisschen was zu deinem Werdegang und zur Scala-Gruppe zu deiner Scala-Gruppe geschrieben. Du bist dort ja selbst in der Finanzbranche tätig in vielen Bereichen und hast dann mit Kollegen 2018 die Idee für den Verein Zukunft für Finanzberatung gehabt. Und auch die Entstehungsgeschichte ist in Folge 34 schon zu Wort gekommen. Was mich jetzt interessieren würde, was ist in den zwei Jahren seither passiert? Haben sich die Ziele, die ihr habt, vielleicht kannst du erstmal sagen, was habt ihr für Ziele und dann, was hat sich getan die letzten zwei Jahre? Sehr gerne. Ich will dich nur an einer Stelle kurz ergänzen. Wir haben 2018 den Verein Zukunft für Finanzberatung e.V. gegründet. Am Ende war es aber auch eine Weiterentwicklung von der Initiative, die wir schon 2016 in den Markt gebracht haben, ist damals noch im Markt gestartet als Zukunft für Finanzberater. Das war die Ursprungssituation. Wir sind damals mit der Idee gestartet, zu sagen, Mensch, wir haben große Herausforderungen, die da vor uns stehen. Und da sind zum Beispiel Themen wie Nachwuchsgewinnung. Mhm. Das heißt, die Verjüngung eigentlich des Durchschnittsalters wieder unter der Vermittlerschar zu verbessern, die mittlerweile angewachsen ist auf, je nachdem, welche Statistiken wir hernehmen, irgendwas zwischen 53 und 55 Jahren. Aber auf jeden Fall wissen wir heute, die sehr viele Finanzdienstleister werden in den nächsten 10 und 15 Jahren den Markt verlassen. Das heißt, wir haben auch ganz viele Kunden, die dann plötzlich ohne Ansprechpartner dastehen würden. Mhm. Und da wollten wir uns frühzeitig einfach darum bemühen, zu sagen, wir kämpfen und setzen uns ein für das Thema neue Vermittler für den Markt. Und wir wissen aber auch, dass da große Hürden sind, sich mit unserem Markt zu beschäftigen. Und eine große Hürde ist natürlich das Thema Image, Wahrnehmung. Deswegen ist das die zweite Aufgabe, der wir uns widmen. Das Thema, wie wird unsere Branche wahrgenommen, wie wird sie gesehen, das sind Themen, die wir uns vornehmen. Wenn ich jetzt nahtlos weitermache, dann wird es natürlich ein großer Monolog von mir. Mhm. ihr habt ja sogar im Verein, sind ja Verbände Mitglied. Genau. Weil man könnte sich jetzt als Makler erstmal oder als Vermittler sagen, warum brauche ich denn jetzt noch einen Verein? Es gibt doch schon die Verbände. Kannst du vielleicht mal abgrenzen? Wo siehst du den Unterschied zum Verein im Gegensatz zu den Verbänden? Genau. Also wir sind sehr froh, dass wir einige Verbände dabei haben, die unser Haus mit unterstützen und unsere Vereinsidee letztendlich mit unterstützen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wir ergänzen letztendlich nur, in Anführungsstrichen, die Tätigkeit eines Verbandes. Die Verbandsarbeiten sind für uns ganz wichtig, weil die machen politische Arbeiten. Die schaffen Rahmenbedingungen, diskutieren Rahmenbedingungen mit der Politik. Und das sehen wir uns gar nicht. Das ist gar nicht unsere Domäne. Ja? Mhm. Wir wollen eher an der Basis wirken, im täglichen Doing Unterstützung liefern für die vielen Finanzdienstleister draußen am Markt. Das ist vielmehr unser Ansatz. Deswegen ergänzen wir im besten Falle die Arbeiten der Verbände wie einem AfW, wie einem VSAV, wie einem IGVM. Das sind Themen, die wir an der Stelle unterstützen wollen. Genauso wie den STV, wenn ich jetzt fast vergessen. Du hast vorhin mich auch gefragt, was wir schon erreicht haben, was wir gemacht haben. Da will ich ganz kurz drauf eingehen, weil das habe ich kurz zur Hand. Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz, wir sind inzwischen 18 Partner, die als sogenannte Initiatoren, Gründungsmitglieder, wir nennen das persönliche Mitglieder, organisiert sind.
Das sind die Verbände, das sind weitere Finanzdienstleister, das sind aber auch Dienstleister der Branche. Das sind diejenigen, die auch den Verein quasi führen. Die sind im regelmäßigen Vereinsgremium dabei. Wir versuchen uns so 3-4 Mal im Jahr auszutauschen und Ideen letztendlich zu entwickeln, die die Vereinsziele zu unterstützen. Wir haben in den letzten oder seit 2018 12 Förderer aus dem Versicherungsbereich gewonnen für unser Wirken. Mhm. Da zählen Unternehmen dazu, sehr große Unternehmen wie eine Allianz, wie eine Conti, wie eine Gotha. Da könnte ich die Anzahl weitermachen. Man findet das bei uns auf der Homepage. Ganze Alphabet. Sehr plakativ. Aber wir haben auch natürlich andere Dienstleister, wie zum Beispiel Produktpartner, DWS, aber auch Dienstleister wie eine Dimensional oder wie Pools, wie BCA und Maxpool. Das sind auch nochmal 9. Das heißt, wir haben heute eine vielfältige Unterstützerplattform geschaffen, die die Vereinsidee mit letztendlich fördern, mhm, und die uns in die Lage versetzen, dass wir echte Mehrwerte stellen können für den einzelnen Finanzdienstleister draußen am Markt. Also der Mehrwert einerseits in die Richtung, das Image des Finanzberaters zu verbessern, und zwar unabhängig von seinem konkreten rechtlichen Status. Es ist ja nicht nur der Versicherungsmakler, und es ist auch der Ausschließlichkeitsvertreter, es ist der Strukturvertrieb im Prinzip. Es geht einfach um grundsätzlich die Arbeit als Finanzberater. Genau. Das will ich an der Stelle auch nochmal klar unterstreichen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir das auch klarstellen. Es gibt nicht den einen besten, ultimativen Vertriebsweg für uns. Ja. Sondern es gibt aus Kundensicht gedacht die Notwendigkeit, dass die professionelle Ansprechpartner brauchen, ja, die ehrlich, redlich mit ihnen umgehen, professionell in dem Rahmen sich bewegen, der ihnen einfach letztendlich die Dienstleistung ermöglicht. Und deswegen haben wir uns ganz bewusst für den Namen entschieden, Zukunft für Finanzberatung, weil es alles umfasst, jedes Modell. Das ist mir wichtig. Es geht um den Kunden als Dienstleister, und dort müssen wir letztendlich auch wirken. Und wie machen wir das heute? Wir machen das über vielfältige Themen. Zum einen haben wir installiert letztes Jahr im Frühjahr den Branchentalk. Das ist eine 14-tägige Internet-Live-Sendung, in der wir das Thema Kommunikation in der Branche stark unterstützen wollen, dass die Branche sich besser vernetzt, dass wir bessere Informationen rausbekommen. Das Ganze ist gemeinsam auch mit DKM 365, mit der BBG-Gruppe. Da wird das auch regelmäßig gestreamt. Kann nachverfolgt werden. Wir haben darüber unter anderem auch mittlerweile eine Podcast-Ausgabe dann immer im Nachgang. Also ich kann über jeden Kanal diesem Thema folgen. Und ich kann es auch, es sind ja zwischen 28 Folgen, die sind alle auf der Website auch noch weiter abrufbar. Ne? So ist es, genau. Auf dem Portal immer weiter abrufbar. Dann haben wir einen eigenen Podcast, der heißt Freundebuch. Das ist der Tourbus. Da ist der Patrick Hamacher, unser Audiobeauftragter im Verein, unterwegs in ganz Deutschland und interviewt immer wieder interessante Finanzdienstleister und Personen aus dem Markt, die eine Zielgruppe letztendlich erreichen sollen, nämlich interessierte, junge, neue Menschen, die sich vielleicht so ein Stück weit inspirieren lassen wollen von den Persönlichkeiten. Mhm. Und das finde ich ein ganz spannendes Konzept. Wir haben den Podcast so gestaltet, wie, vielleicht kennt es noch jemand, das Freundebuch oder Poesiealbum von früher, wo wir genau anhand so einer Idee versuchen, sehr persönliche Themen zu erfragen, damit wir das Interesse wecken für eine Branche und so ein bisschen zeigen, welche Charaktere sind da eigentlich im Alltag unterwegs. Das ist das Konzept von unserem Podcast, das wir dort spielen. Und der dritte Aspekt, ich will das nicht in die Länge ziehen, aber der dritte Aspekt ist noch, wir haben ein eigenes Portal ins Leben gerufen. Das heißt, Mein Geld kann mehr. Das richtet sich direkt an Endkunden. Und das finde ich persönlich eigentlich die spannendste Situation, weil wenn ich heute sehe, dass viele Kunden sich zum Beispiel auf Portalen wie Finanztipp informieren und Mehrwerte sich versuchen zu erholen, dann wissen wir alle, dass Verbraucherschützer nicht immer in allen Finanzbereichen Top-Auskünfte geben. Wir haben aber die Ausbildung, wir haben die Erfahrung, wir sind eigentlich diejenigen, die bei solchen Fragestellungen die ersten Ansprechpartner sein sollten. Jetzt traut sich aber nicht jeder Kunde direkt an den Finanzdienstleister ran. Und dafür ist dieses Portal gedacht. Das ist ein Mehrwertportal, wo Endkunden gemeinsam mit professionellen Dienstleistern, in dem Fall alles Mitglieder dann bei uns im Verein, quasi in Berührung kommen. Ich schaffe hier Kommunikation. Es gibt hier einen Q&A-Bereich, also der Kunde kann Fragen stellen, unsere Mitglieder können darauf antworten.
Ich kann aber vor allem, und das finde ich so spannend, dort auch mal Erfolgsgeschichten präsentieren. Das finde ich das Geniale eigentlich, weil normal hörst du ja von Versicherungen nur, wenn logischerweise, wenn was Schlimmes passiert ist. Und dann hörst du immer nur die negativen Fälle, wo dann was nicht rund gelaufen ist. Und dass man dann die Idee hat zu sagen, lass uns auch mal die erfolgreichen Fälle herausstellen. Dafür ist die Plattform auch gedacht. Das ist eine ganz wesentliche Stoßrichtung, in die wir rein wollen, weil ist ja klar, es wird keine große überregionale Zeitung oder auch nicht eine Heute-Show mit Olli Welke, die wird sich nicht hinstellen und wird irgendwann einen Beitrag bringen, wie wow, super alles ist. Wie super ist die Finanz- und Versicherungsbranche, was haben die wieder geleistet, wie schnell sind die bei einer Schadensbearbeitung und so weiter, sondern die werden immer ausschließlich herausstellen, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist. Klar. So. Und was wir nicht schaffen können, ist, dass wir mit gleicher Münze zurückbezahlen in der Öffentlichkeit, in diesen Medien. Das werden wir nicht hinbekommen, ist auch gar nicht finanzierbar. Aber was wir schaffen können ist, wir können viral, und je mehr Leute wir verbinden in diesem Verein, umso mehr Leute können wir viral erreichen mit solchen Informationen. Mhm. Und da können wir eine eigene Plattform bespielen, wo wir herausstellen, wann habe ich mal wieder einen Sachversicherungsvertrag, vielleicht im Haftpflichtbereich, bei einer Leistung durchgesetzt, das einfach nicht alltäglich ist. Aber ich kann den Kundennutzen selber redaktionell aufbereiten, kann das dann über eine Medienagentur, die wir finanzieren an der Stelle, überprüfen lassen und kann das professionell darstellen und habe plötzlich einen professionellen Auftritt mit einem Thema über mich auf dieser Plattform. Wo mein Name auch auftaucht. Da ist mein Name drauf, das ist mir zuordnenbar, ich kann das personifizieren, ich kann, weil das eine HTML-Seite ist, den Link verwenden in meinen ganzen Netzwerken. Der ist sofort professionell als Post verwendbar auf meiner eigenen Facebook-Seite, auf Xing, auf LinkedIn, wo auch immer. Das heißt, ich habe echte Möglichkeit, Messages rauszugeben, die positiv behaftet sind. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ich bin aber kein Autor, wie professionell muss er das dann schon schreiben? Das ist uns wurscht, egal wie die Information zu uns kommt. Es gibt welche, die können sowas ausformulieren. Es gibt andere, die schreiben uns das in Stichpunkten, dann schreibt die Redaktion die Fließtexte dazu. Mhm. Du kannst auch eine Audiospur uns schicken und die Redaktion bereitet es auf. Aber wir haben uns ganz cool. bewusst dafür entschieden, und das ist ja auch der große Vorteil bei uns im Verein, mein Co-Vorsitzender, der Dr. Rainer Demski von New Finance, ist ja quasi eine Medienagentur, die er besitzt und leitet gemeinsam mit der Karin Fitzker. Und die sind professionell für diese Themen da. Deswegen haben wir diese Partnerschaft auch eingegangen, damit wir professionell eine wichtige Information auch rausbekommen. Mhm. Aber, und da komme ich mal auf das Thema, wo es wären so Wünsche und Anregungen, wo wir unseren Verein hin entwickeln müssen. Mhm. Das Ganze funktioniert dann und besser, wenn wir viele, viele Mitglieder haben, die das Ganze mitteilen und da mit dabei sind. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du sagst auf der einen Seite, ich kann positive Fälle darstellen, was ja an sich genial ist, kann es auch für meine eigene Firma nutzen. Ich kann über den Q&A-Bereich Verbraucher Fragen, die dort gestellt werden, beantworten. Aber wie komme ich denn in die Lage? Also du sagst, ich muss Mitglied des Vereins sein. Genau. Wie werde ich Mitglied des Vereins? Was sind da die Anforderungen? Also da haben wir, und das ist auch, da geht mein Dank wieder raus an unsere Gründungsmitglieder und die Verbände, die bei uns mit angeschlossen sind. Wir haben eine Vereinbarung getroffen mit allen Verbänden, mit dem AFW und allen anderen teilnehmenden Verbänden, dass Mitglieder, die dort bereits organisiert sind, automatisch kostenfrei bei uns Mitglied werden können. In dem Moment, wenn ich Mitglied bei Zukunft für Finanzberatung e.V. bin, bin ich automatisch auch auf der Plattform Mein Geld kann mehr als Mitglied gelistet. Das heißt, ich werde dort gefunden, kann sich das so vorstellen wie ein LinkedIn-Profil oder ein Xing-Profil, wo ich ein persönliches Bild habe, wo ich persönliche Daten hochladen kann, meine Kontaktdaten sind da drin, etc. Da bin ich automatisch dabei. Der Engpass ist, wenn wir nur wenig Teilnehmer haben auf dieser Plattform, ist der Aufwand, um das mit regelmäßigem Content zu bespielen, für jeden Einzelnen unheimlich groß. Ja. Und die Leidenschaft nimmt sehr schnell ab, wenn ich nämlich viel Zeit für sowas installieren will, weil keiner will viel Zeit installieren. Aber wenn ich jetzt heute mal davon ausgehe, dass wir um die 200.000 Finanzdienstleister haben und die haben die Chance, weil sie eh schon in irgendeinem der Verbände organisiert sind, kostenfrei an so ein Tool ranzukommen, wo sie professionellen Auftritt im Internet haben, der sie nichts kostet, dann frage ich mich, wo ist da noch die Hürde? Das wollte ich dich gerade fragen. Wo ist da eigentlich jetzt noch die Hürde? Warum sind da nicht schon 200.000 Mitglied? Ich glaube, es liegt wirklich daran, an der Behäbigkeit und an der fehlenden Flexibilität von vielen, vielen Finanzdienstleistern, die einfach gerne, und da bin ich beim Frosch-Beispiel, die lieber darüber sprechen, ich bin nicht zufrieden mit der Situation.
Aber ich bin auch nicht bereit, was dagegen zu machen. Und da kann ich nur sagen, das ist das, was mich am meisten eigentlich motiviert, jeden Tag zu sagen, Leute, wenn ihr nicht anfangt, Themen zu verändern, dann werden sie sich von alleine nicht ändern. Ja. Das ist das Gute, dass die Hörer vom Makler- und Vermittler-Podcast, die gehören ja nicht zu diesen Trägen, die sind ja total agil. Und deshalb kannst du denen jetzt erzählen, was sie jetzt ganz konkret machen müssen. Sie setzen sich jetzt an den Rechner und gehen wohin, um was zu tun? Da geht es auch gar nicht um eine Generalkritik, sondern es geht darum, den Leuten den Impuls zu geben, Leute, wir müssen die Themen, wenn wir was verändern wollen, selber in die Hand nehmen. Und natürlich weiß ich, dass bei euch innovative Leute sind, die sowas hören, liebend gerne. Deswegen nutzen wir auch gerne diesen Kanal. Wer sich mit dem Thema beschäftigen will, der geht jetzt auf unsere Homepage. Die kannst du gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Das ist www.zukunftfuerfinanzberatung.de, für natürlich mit UE. Dort finde ich bei Mitglied werden die Möglichkeit, dabei zu sein. Da kann ich online den Antrag ausfüllen. Ich trage meine Mitgliedsnummer ein oder beziehungsweise ein, in welchem Verband ich Mitglied bin, und bin automatisch kostenfrei mit dabei. Es kommt sofort die Bestätigung, dass ich da Mitglied bin. Zwei Tage später kommt der Zugang zu dem Portal Mein Geld kann mehr, und dann kann ich mich direkt dort integrieren. Einbringen. Na, wer das nicht macht, ist selber schuld, würde ich sagen. Also Podcast noch zu Ende hören und dann weißt du, lieber Hörer, was deine nächste Aufgabe ist, oder? Wünschenswerterweise. Sehr cool. Und jetzt haben wir den Branchentalk erwähnt, Mein Geld kann mehr. Gibt es weitere Initiativen, die ihr als Verein geplant habt, um das Image und die Nachwuchsförderung noch voranzubringen? Oder sind das die Schwerpunkte, auf die ihr euch erstmal konzentriert? Ne, wir haben den Podcast noch dazu, den möchte ich auf jeden Fall noch mit erwähnen. Patrick, den Patrick ist ein Podcast, den ich sensationell finde. Zuletzt die Conny Frankenberg dabei, wenn ich eine ganz tolle Ausgabe, meine Lieblingsausgabe auch noch mit dem Rainer Schamberger. Also ihr müsst euch unbedingt mal auf den Podcast einlassen, der ist wirklich herausragend. Den packen wir auch in die Shownotes. Genau, unbedingt. Das Thema, an dem wir arbeiten, das ist leider von Corona so ein bisschen ausgebremst worden. Wir möchten in Zukunft regionale Mehrwertveranstaltungen anbieten. Das heißt, wir wollen organisieren, der eine nennt es sowas Ähnliches wie einen Maklerstammtisch, der andere nennt es Mastermind, mir ist es egal. Mir geht es darum, regional in die Fläche zu kommen, Veranstaltungen zu organisieren, wo Makler, Finanzdienstleister hinkommen können und bekommen da einen echten Mehrwert durch Informationsaustausch, durch gute Vorträge, und ich kann dort kostenfrei dabei sein. Und darum geht es uns, dass wir Informationen austauschen, dass wir also die Fragestellungen, die in der Fläche da sind, das kann ja manchmal was ganz Banales sein, nämlich, ich habe es vorhin schon erwähnt im Vorgespräch zum Thema Online-Tools, ich kann 100-mal den Leuten erzählen, ihr müsst Flexperto nutzen und ich gebe euch noch einen vergünstigten Zugang. Aber wenn halt jemand Anwendungsprobleme hat, dann kann ich das oft nur im persönlichen Gespräch lösen. Ja. Und da wollen wir raus in die Fläche und wollen diese Gespräche anschieben, das wird das nächste Projekt sein, das wir machen. Sobald es wieder möglich ist, wollen wir das auch organisieren. Ja, jeder hat ja im Prinzip die gleichen oder ähnliche Fragen in seinem Betrieb und viele Kollegen haben die Frage schon beantwortet für sich und ich muss ja nur noch dem Kollegen stellen, um dann die richtige Antwort zu bekommen. Ich muss das Rad ja nicht immer neu erfinden und da zahlt das ja komplett drauf ein. Das ist ja auch der Gedanke unseres Podcasts auf der einen Seite, digital, das ist der Gedanke unserer Workation im Offline-Bereich, einfach Kollegen zusammenbringen, damit sie voneinander lernen und dass dabei noch eine gute Zeit haben. Das ist ja nicht verboten, außer jetzt gerade. Von daher finde ich das einen sehr guten Ansatz. Da lass uns mal noch weiter drüber sprechen bei einem Tasse Tee. Sehr gerne. Prima, dann sage ich erstmal danke für das kleine Update zu Folge 34. Und Christian, danke für deine Zeit und dir, lieber Hörer, wenn du uns mit dem Podcast hier kostenfrei unterstützen möchtest, dann mach das wieder Bernd und schreibe uns eine Rezension bei iTunes oder bei Facebook oder teile die Folge einfach mal bei Instagram und weise andere Kollegen auf den Podcast hin. Das wird uns sehr helfen und uns sehr freuen und danke schon mal vorab dafür. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte noch sagen, du findest uns übrigens auch selbst, unseren Podcast bei Instagram unter Makler und Vermittler Podcast. Folge uns da, der Thorsten und ich sind auch da präsent und dann kriegst du auch immer mit, wenn wieder eine neue Folge online ist. Für heute machen wir den Sack zu, Christian, oder? Unbedingt. Prima. Dank. Dann werden wir noch den Rest des Tages hier ohne euch genießen. Ihr habt aber auch noch einen schönen Tag da draußen und bis zur nächsten Folge. Bye-bye.